Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Wieder mit dabei, der hockende Extreme. Moin moin. Und der, ja, nackte Sponti. Baller Chica. Ja, zwischen den Folgen hat der Extreme mit meiner Hilfe ein wenig den, ja, die Straße hier asphaltiert. Vielleicht Schwierigkeiten gehabt, aber muss keiner wissen. Sind wir mit also ins der Krieg hatte Schwierigkeiten, ja. Ja, also ich habe nicht gebaut. Und ich habe hier angefangen, diese Lampen zu setzen, also die Straßenlaternen. Und das werde ich auch in dieser Folge erstmal fortsetzen und dann, ja. Sponti, was machst du? Ich gehe wieder in die Schmiede. Alles klar. Ich kann auch wieder. Ich habe tatsächlich gerade mal eine Idee. Habe ich ja selten. Aber ich habe gerade eine Idee. Nee, ich möchte es an dieser Stelle noch nicht verraten, weil ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das so hinkriege, wie ich mir das vorstelle. Deswegen möchte ich das erstmal noch nicht spoilern. Aus Angst. Vor Hater-Kommentaren. Das boah, wenn alle still, Hater-Kommentar, alle ruhig. Oh. Ja, kennt man. Ja. Kennt man. Ist man gewohnt. Oh. Bein gebrochen. Oh, du Noob. Ich hab das Spiel 2 Minuten durchgespielt. Mit Ende. Echt mal. Ach ja, schön. Die Story wurde schon 2-mal durch. Richtig. Hab ich selbst programmiert. Story-Modus. Ja, zum Beispiel könnte ich da auch mal was anmerken. Es gibt in 7 Days to Die, da wurde mir auch schon mal öfters ans Herz gelegt, es gibt in 7 Days to Die Mods, ja. Aber diese Mods, es gibt natürlich auch Mods, die sinnvoll sind mit der kompletten Anzeige, mit Wellness, dies und das, dass man mehr in dem Hauptbildschirm sieht und es ein bisschen übersichtlicher ist. Es gibt aber auch noch verschiedene andere Mods. Manche sind nützlich, mein Gott. Aber manche sind auch einfach nur doof. Und im Endeffekt, ja, man könnte die mal zeigen, aber ich finde das Spiel an für sich schon in Natura, so wie es ist, wie es von den Entwicklern gemacht worden ist, eigentlich richtig gut so. Und will das jetzt nicht unbedingt durch Mods irgendwie abschmälern. Zumal man dann auch durch jede Alpha-Phase sieht, was neu hinzugekommen ist, was sich getan hat. Ich denke mal, das ist eigentlich ausreichend. Also vielleicht ist nicht ausgeschlossen, dass wir vielleicht mal Mod in Zukunft irgendwann mal zeigen werden. Aber momentan spielen wir die Version so, wie sie ist, quasi im Vanilla-Zustand. Aber wie gesagt, durch die verschiedenen Alpha-Phasen kommt ja auch immer wieder Content hinzu und das Spiel ist ja nicht gleichbleibend. Von daher ist es jetzt nicht so wichtig wie zum Beispiel bei Minecraft, dass man halt Sachen hinzufügt. Denn das Spiel bietet ja an für sich schon viel Fläche. Ich muss sagen, die problematische kenne ich aber auch, zum Beispiel bei meinem Skyrim Let's Play. Die meistgestellte Frage, die ich bei Skyrim je gehört habe, also wirklich, die ich aufzählen kann, ist: Warum benutzt du denn keine Mod? Weil ich keinen Bock drauf habe, weil ich Skyrim spielen will und kein gemoddetes Spiel. Ja, wenn ich ein gemoddetes Spiel spiele, dann spiele ich ein gemoddetes Spiel, aber ich will ja Skyrim Let's Playen. Das ist so eine typische Frage, ist ja auch nichts Schlimmes. Ich finde, worauf wir uns einigen können, ist ja, wir benutzen Mods bei 7 Days to Die, wenn wir tatsächlich mal in der Lage sind, in der Staffel zu sagen, eigentlich sind wir fertig. Mein Gott, wenn die hin, müssen die ja nicht wissen. Aber dann können wir ja sagen, benutzen wir Mods. Ja. Um es mal zu zeigen. Oder vielleicht mal so etwas Feineres. Wenn wir irgendwas wirklich Gutes sehen, wo wir eine Mod finden, entweder die wirklich lustig ist, die man mal zeigen kann, oder halt eine Mod, die wir einfach so zeigen können, dann könnte man sowas zum Beispiel auch zum Staffelabschluss nochmal mit zeigen oder sowas. Das wären auch nochmal Möglichkeiten. Aber so wollen wir ja praktisch, wie Extreme auch schon sagte, das Spiel bietet sehr, sehr viel Inhalt und wir wollen praktisch Vanilla 7 Days zeigen und nichts anderes. Richtig. Oh ja. Oh ja. Ja, ja. Kann ja sing da, kann ja sing da. Ich hab wieder nur die Hälfte verstanden. Oh, sing da, sing da. Was? Denn er hat schon wieder irgendwie Hirsch im Kopf gehabt. Kili hört nur das Braten vom Fleisch. Im Hintergrund. Weißt du? So, lecker Tirsch. Oh ja. So, ja, Straße ist im Endeffekt so fertig. Sieht jetzt nicht ganz so schön aus, das liegt aber echt daran. Es ist halt klar an einem, ja, an unserem Berg und
Hauptsache, man findet jetzt den Weg, man hat jetzt wirklich einen klaren Weg. Ich führe jetzt gerade nochmal eine kleine Probe durch, was der Kili schon zwischenzeitlich heimlich gemacht hatte zwischen den Folgen. Um zu gucken, ob das auch befahrbar ist und wenn ich jetzt mal ein Stückchen weiter wegfahre, auch wieder hochfahre, ob das dann alles so übersichtlich ist. Überschaubar ist, so. Und gleich hörst du, nein! Und der X rewind. Ganz traurig. Ich muss gestehen. Wieso ist denn hier wieso ist denn hier vor die Grube am Start? Grube? Ja, da ist direkt eine Grube. Am Straßen. Ich glaube, da hatten wir mal nach Lehm gegraben. Okay. Ja, ich muss gestehen, es sind vielleicht ein bisschen zu viele Lampen. Also. Nein, sieht schön aus. Oh, da war der Gilly aber aggressiv, hast du gehört? Ja, das kann er überhaupt nicht verstehen. Gut. Na, aber nicht über seine Lampen. Ja, im Endeffekt also das sieht man erst im Nachhinein. Also im Endeffekt hätte es auch die Hälfte getan, aber wir wollen natürlich eine festliche Beleuchtung haben, wenn wir nach Hause kommen hier. Richtig, bald ist auch wieder Weihnachten. Da wollen wir es natürlich glänzend hier haben, ja? Den Zauber vom Weihnachten wollen wir jetzt schon spüren. Wichtig. Ja, aber es funktioniert. Man kommt auf jeden Fall hoch und runter. Ob es jetzt so optimal ist, wie wir uns das gedacht haben, sei mal dahingestellt. Aber es funktioniert. Das ist der wichtigste Aspekt. Man kommt nach Hause, man sieht den Weg sofort. Und das ist eigentlich das Wichtigste. So. Warum wir ein Haar in der Garage haben, frage ich mich immer noch. Falls ein Helikopter landen möchte. Genau. Richtig. Dann geht das Dach auf komplett, der ganze Berg trägt sich dann ab und dann kann man da landen mit dem Helikopter. Seid ihr doof? Ja, genau das war der Plan. Der Extreme hat gesagt, wollte auch eigentlich bauen jetzt in der Folge. Ja. Der Einsturz, das war alles Absicht. Weißt du, 5 Stunden, 5 Stunden, ja, genau. Genau, das war gar kein Versehen. Der Extreme hat das Wichtige rausgeschnitten. Das Ding ist zusammengeflogen, also zusammengestürzt, weil ein Helikopter landen wollte. Richtig. Ich erinnere mich. Ja? Ach ja. Schade, dass wir das ausgerechnet rausgeschnitten haben. Doof. Ja, als der Helikopter dann hier um unserem Berg herumgeflogen ist. Richtig. Es wäre mal so geil, wenn wir es aufmachen würden und da genau aufs Haar in die Mitte ein Airdrop runterkommt. Ja, BPs Tochtergesellschaft Zombie. Genau. Okay, ja. Genau. Ja, ich nehme es zurück. Und schäme mich. Danke. Oh Mann, ich hab grad was im Hals. Ja, das wäre nicht gut. So was Fieses aber auch. Ja. Amos Conti. Ja. Ich finde das nicht gut, dass ihr euch drüber lustig macht. Steine. Jetzt nur ein Breit, aber geht jetzt nicht anders, so wie ich mir das vorstelle. Sand und Lehm? Sand und Lehm? Wie sieht's eigentlich da vorne aus? Hat er jetzt mal. Ah, der ist noch dabei. Ah, da könnte ich jetzt einmal Lehm reintun. Hattest du Lehm noch irgendwo rumfliegen? Spotty? Warte. Hier, ne? Hier willst du rein Lehm reinmachen, ja? Ja, genau. Wo hab ich denn? Oh, nur noch 400? Hat man nicht so viel Lehm? Ja, wir haben noch ein bisschen was. Ich habe jetzt nur gefragt, ob du noch was hast. Also ja, ich habe jetzt 400 nochmal reingeschmissen. Ja, dann ist ja gut. Was waren das für Holzsäulen? Holzsäulen oder 100? 100, genau, die 100er. Das klingt irgendwie wie eine Rate Show, Holzsäulen 100. So, einmal Wellness gestiegen. Yay, jetzt stehe ich wieder da, wo ich vor 2 Aufnahmesessions war, bevor ich Biohazard war. Yay! Wunderbar! Oh, Wunder, Wunder. So, das wird brennt denn hier? Da wird ja nichts mehr gemacht. Machen wir das mal aus. Trinken brauche ich ein bisschen. So. Oh, essenstechnisch haben wir ja gut was am Start. Habe ich gut gemacht, ne? Naja, wir. Ich habe dir letztes Mal auch reichlich immer Fleisch gegeben, als wir da im Stadium waren. Lüge.
Da, wo ich die ganzen Hirsche platt gefahren habe. Und da war der Spont hier auch hellauf begeistert und hat gesagt, ich gehe nur noch mit Minibike jagen. Oh ja, Minibike jagen, super. Ja, will ich nochmal bitte haben. Wie kann man nochmal hier die Lampen craften? Welche Lampen? Die Electricity-Lampen. Willst du, ja komm mal hierher. Hier vorne in die Haupthalle. Also Lager. Warte mal ganz kurz. Frühsport hier. Welche Lampe willst du jetzt dieses Modell hier? Ja, so eine, ja, Modell Nummer 1, die Schwebelampe, ja. Die Schwebelampe. Also sie ist vollkommen in der Luft aktiv. Oh mein Gott, ist das etwa die neue Lampe Extreme? Ja, es ist diese Lampe, Sponti. Aus und cool, wenn ihr super, die jetzt bestellt, dann könnt ihr ein zweites Modell gratis dazu bekommen. Ist das nicht unglaublich, Kinaro? Der Knaller Extreme. Unfassbar. Und sowas wollt ihr schon immer Extreme haben. Super Duper Shop. Richtig. Und wenn die jetzt bestellen, dann kriegen sie auch dieses super Wischtuch zum Glühbirnen Putzen dazu. Und meine Damen, das kann man auch anders benutzen. Oh, Sponti, du. Ja, Incredible. Kennt ihr noch, wo wir gerade dabei sind, kennt ihr noch diese alten Verkaufssendungen tatsächlich, die gern mal nachts liefen? Ja. Ja, also ich muss ehrlich zugeben, ich hatte ja auch schon damals so meine Zeiten, wenn die Sonne unterging, ging der PC gerade erst an. Praktisch, und hat man angefangen zu zocken. Und da habe ich sowas tatsächlich mal gerne ab und zu nebenbei laufen lassen, weil ich mich teilweise echt beäumelt habe, wie sehr sie das tatsächlich gefeiert haben, was sie da verkaufen. Und wie sehr sie gefeiert haben, teilweise, ne, eigentlich immer, zu Unrecht. Ja, was sie da alles verkaufen. Vor allem diese Messersendungen. Dieses Messer schneidet durch alles. Es kann Holz schneiden, es kann Gemüse schneiden, es kann sogar durch Erde schneiden oder was weiß ich nicht alles. Aber richtig, was ich immer gut finde, weil ich finde gerade, das sind Attribute, die ich vom Messer verlangt. Ja, also total bescheuerte Dinge, die das kann. So, ich crafte dir gerade mal 15 Stück. Weißt du, weil die tun so von wegen, dass Messer Brot schneiden kann, ist so eine ganz tolle neue Erfindung. Weißt du, ganz ehrlich, ich habe zu Hause auch Messer, die haben 1,50 gekostet in 10er-Set, weil sie schneiden auch Brot. Und die tun nur so, als wenn es was ganz Neues wäre. Weißt du, es gab noch. Vor dieser Sendung gab es noch kein Messer, was Brot schneiden konnte. Gab es einfach nicht. Nur diese Sendung hat gezeigt, was man damit machen konnte. Ich habe viel meiner Kochtipps aus solchen Sendungen genommen. Ja? Weil es anders einfach nicht möglich war. Wo ich nochmal erwähnt habe, ich fand das toll. Und wo wir gerade Fans sind, weißt du was, komm. Jetzt hau mal alles raus. Ich muss ja gestehen, ich habe für mich eine neue Serie. Was ist passiert? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ich glaube, mein Schwein pfeift! Warte, lass mich kurz nachladen. Einfach die Tiere weggeschossen. Oh Gott. Ich glaube, der hat die Lampe kaputt gemacht. Ich glaube, ich spinne. Was stimmt mit ihm nicht? Das regeln. Was ist mit ihm los, verdammt? Das regeln wir jetzt. Sei froh, ich kein Leben dabei habe. Willkommen bei Freitag nach der 13. Oh Gott. Ach, schön. Kili, danke für diesen Moment. Ja? Gerne. Also, wenn ihr Interesse habt, eventuell bei der nächsten Staffel mit dabei zu sein, wir suchen zwei neue. Gott. Also eine liebreizende Dame mit einer wunderschönen weiblichen Stimme, so wie Kitty. Hallo! Und einen weiteren Dame. Mitspieler. Richtig. Ja, aber wo ich eigentlich gerade dabei war, warte mal kurz, ich muss mal kurz Tetrapack Wein trinken. Tetrapack Wein. Ah, lecker. Wo ich gerade hinaus wollte, ich muss ja gestehen, ich habe tatsächlich eine neue Serie entdeckt. Ey, es hört aber auf, wir sind hier am Reden. Wir machen ernsthaftes Unterhaltungsprogramm hier. I'll be back. Aber ist gar nichts passiert. Ich schieße da so gerade rein, so. Ah, ja,
geht doch. Wenn der Berg einstürzt, lasse ich dich da drunter verrecken. Nee, ich wollte den Balkon jetzt machen. Natürlich wollte ich den Balkon jetzt machen. Ja, also wenn ich jetzt... hätte ich einfach mal random in den Berg geschossen, weil... wenn ich jetzt... Ich wollte einen Balkon bauen. Ja, der Berg geht ja auch nur einen Kilometer in die Richtung. Ja, vor allem, ne? Ja. Heute sind wir echt durch. Ja. Komm, Sponti, wir graben hier zu dritt hier durch. Sponti, Serie, komm. Ja, genau, Serie. Ich muss ja sagen, um mal auch wieder zum Ernste, du wolltest hier einen Balkon bauen, ja? Komm, wir helfen dir jetzt, Extreme. Ja, warte, ich guck gerade, hier fehlt der Nagan Receiver. Nee, oder? Warte. Ach, ich glaube, das ist die andere Nagan, die du mal so angefangen hattest zu bauen. Ja, genau, die andere ist noch da. Oh, das ist so mein Kilometer. Ja, ist vorbei. Ja, ist ja das, was ich sagte, das ist nicht so weit. War ein schneller Kilometer. Jetzt habe ich die Bazooka-Munition noch dabei. So, was ich sagen wollte, ich habe eine neue Serie für mich entdeckt, die ich jetzt einfach mal spontan hier gerne vielen ans Herz legen möchte. Falls ihr die nicht kennt. Also ich bin sehr, sehr begeistert von dieser Serie. Name. Und zwar ist der Name Schnauze! Schnauze! Das ist mein Let's Play! Keine Schnauze, du! Ich muss wieder ragen! Ja, nee, also die heißt Penny Dreadful. Das kenne ich gar nicht. Das ist wirklich eine tolle Serie. Man muss sagen, es ist eine relativ anspruchsvolle Serie, aber man muss schon ein bisschen mitdenken. Also, weil jetzt kommt mich der Punkt. Ich bin raus. Pass auf, jetzt kommt der krasse Punkt. Das spielt praktisch diese ganzen Monsterromane spielen da in London, ne? Also mit Frankenstein, mit Van Helsing und wie die nicht alle heißen. Die sind praktisch alle in einer neuen Geschichte in London hinein manövriert worden. Und es ist extrem cool, sagen wir mal, miteinander kombiniert. Also ganz modern, Leute. Ich weiß nicht, kennt ihr zum Beispiel den Roman, wo der Typ nicht altert, weil anstelle von sich selber das Gemälde altert? Nee. Das ist beispielsweise auch so, das ist auch so eine, ne, so ein Monster-Viech-Ding oder so ein mystisches Ding. Der kommt da drin vor und halt ganz, ganz viele Leute, die man wiedererkennt. Und die wurden eine Geschichte zusammengepackt. Jack und the Ripper auch? Wahrscheinlich. Jack the Ripper ist tatsächlich dabei, aber nur fälschlicherweise. weil es wird behauptet, Jack the Ripper wäre zurück. Okay. Aber ich möchte auch gar nicht so viel spoilern, falls hier wirklich jemand gucken will. Penny Dreadful kann ich nur empfehlen. Allerdings ist er wirklich nicht zum Nebenbei gucken, aufgrund der Tatsache, dass man ein bisschen selber mitdenken muss, um die Verknüpfung zu erstellen. Um das auch mitzukriegen und zu verstehen, weil sie am Anfang relativ verwirrend ist. Wirklich gucken, dabei sein, macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Kann man zum Beispiel beim Rendern laufen lassen, ja? Also wirklich geile Serie, kann ich nur empfehlen. Okay. Ja, was mich zum Beispiel auch wundert, es gibt ja so viele Leute, die die Serie Game of Thrones feiern, was ich ja auch gut finde, unterstütze, ich gucke die selber total gerne, aber das ist zum Beispiel auch eine Serie, wo du von Anfang an mitgucken musst. Du musst die erste Folge gesehen haben, du darfst auch keine einzige verpassen, weil in der Serie gibt es A, so viele Charaktere und B, es passiert in einer Folge so unheimlich viel. Wenn man da eine Folge nicht mehr mitbekommt und nicht mehr dran ist, dann verpasst man echt Unmengen an Inhalt. Und die Serie ist halt wirklich so richtig gut. Aber wie gesagt, man darf da echt nichts verpassen. Man muss da echt immer am Ball bleiben. Und meine Platz 2 der Serien, muss ich gestehen. Platz 2 nur. Was denn deine Platz 1 der Serien? Guck mal, wenn wir schon mal dabei sind, können wir das Thema ja auch vertiefen. Ja, The Walking Dead natürlich. The Walking Dead, geile Serie. Einfach mega cool. Nie gesehen. Was? 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 Spoil hier raus. Nee, komm, Extreme, komm, wir spielen was anderes. Ja? Spiel ist Kraft der Welt. So, hat er keine nur davon. Wie kann man denn bitte The Walking Dead nicht gesehen haben? Was? Wie kann das sein? Du musst doch zumindest mal aus Versehen was gesehen haben davon. Der Ausschnitte haben wir auch nicht. Er hatte direkt Angst gehabt, weil da Zombies sind. Richtig, oh mein Gott, ein Zombie! Oh mein Gott, ein Typ im Cowboy-Hut. Okay, da kann ich auch verstehen, dass er Angst hat, ja? Ich dachte, der würde der Kitty das erst recht gucken wollen. Ah, gemein, aber lustig. Ja. Ja, das hast du verdient, weil du gesagt hast, du hast die nicht geguckt. Richtig, also Klee, das kannst du nicht bringen. Das geht einfach nicht. Nie, das geht einfach nicht, Klee.
kannst du nicht machen. Oh. Millionen deiner Fans, die abonnieren dich gerade. Obwohl sie es erst später sehen. Die abonnieren sie dich jetzt schon. Ja. Genau. Du hättest ein Star werden können, Killy. Richtig, aber nein, man muss dazu sagen, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Gut, hat der Killy nicht gesehen. Ich meine, das macht ihn jetzt nicht schlechter, als er sowieso schon dargestellt war. Mein Gott, ne, leben und leben lassen. Aber Serie, was habe ich denn? Habe ich derzeit? Jetzt mal von The Walking Dead natürlich jetzt mal abgesehen, serientechnisch. Irgendeine andere Serie. Welche Serie ich auch echt cool fand, muss ich sagen, war Spartacus. Ja, die fand ich auch ganz gut. Spartacus fand ich ganz cool, was mal was anderes war. Also zumindest kannte ich nichts Ähnliches, sagen wir so. Das fand ich auch ganz cool. Ja doch, es gibt schon ein paar, die so ähnlich sind, aber Spartacus habe ich trotzdem ganz gut gerne geguckt. Auf Platz 3 meiner Liste kommt dann Breaking Bad. Oh, Breaking Bad finde ich auch gut. Auch nie gesehen. Mach ich auch gerne. Platz 4 ist bei mir, würde ich so im Groben sagen, ist schwierig. Dann wird es schon alles sehr schwierig, weil es sind alles irgendwie so an für sich gute Serien. Ich habe schon sehr, sehr viele gesehen. Sei es jetzt The 100 oder die Serie Zoo oder wie sie nicht alle heißen. Ich habe da unzählige Serien schon gesehen, aber danach würde ich sagen von, ja, was mir so danach mit am besten gefallen hat, war die Prison Break-Reihe. Ach, Prison Break, ja, die gibt's ja auch noch. Auch ein gutes Argument. Zu später Stunde. Ja, zu sehr später Stunde. Und es wird nicht früher. Ja, kann's mich mal. Warte mal kurz, was? Ja, der Kini macht wieder Überlänge, weiß ich. Was soll ich dagegen machen? Ja, ich bin ja gleich da, er macht doch Überlänge, was soll ich tun? Jetzt setz dich hin und sei ruhig. Weckert dich Schwede. Ja, meine gekaufte Frau. Meine Katalogdame. Amazon oder eBay? Oh, man schnippt lieber eBay. Und ja, wir sind immer noch am Ende einer Folge. Was? Was? Weiß ich. Ja. Warte, ich mach die Kiste aus. Ja, ich weiß. Oh, bitch, ey. So. Und nachdem wir das geklärt haben. Der Berg stürzt ein. Teil 2. Der Berg stürzt ein. Ich hab voll viel Info. Gleich schluckt er wieder Pillen. Ich komm nicht durch. Gut, und nachdem das alles geklärt ist, noch mal. Mit dem Einsturz verabschieden wir uns hier. Dieser Folge. Und falls ihr das Sicht vom Extreme sehen wollt und vom Swanty, Link ist in der Beschreibung. Und wir sehen uns dann hoffentlich in 2 Tagen wieder bei einer weiteren Runde 7 Days. Tschüss. Ciao.